So, nachdem ich jetzt im ersten Video so viel gemeckert hab über Windows 8, gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch, wie wir doch noch ja, aus Windows 8 das rauskitzeln, mit dem wir dann auch tatsächlich arbeiten können. Also als erstes würde ich mal den Browser ändern. Hier ist jetzt der Internet Explorer als Standard vorinstalliert. Ja, interessant. Das ist ja absolut grausam. Also ich mache es jetzt ganz jungfräulich. Ich habe jetzt das auch noch nicht angeschaut vorher. Dementsprechend wird es bei euch wahrscheinlich genauso sein. Also als erstes mal installiere ich Firefox oder Chrome, mit was ihr halt arbeitet. Aber ich hoffe nicht, dass ihr mit dem Internet Explorer arbeitet. Das ist ja wirklich mega grausam. Oh Gott. Ständig poppt irgendwas auf, erinnert mich irgendwie ein bisschen an RTL, wenn die ihre Werbung unten machen. Ich bin mal gespannt, wie hier der Download dann aussieht. Ich führe das jetzt mal nur aus. Ja, wenn ich jetzt was runterlade, habe ich dann die ganze Zeit dieses. Muss ich schließen dann oder wie? Naja, also. Das ist ja nicht sehr durchdacht, scheinbar. Also ich habe DSL 16.000, nicht dass sich jemand wundert, das ist Windows 8, wo hier so hängt. Wir haben Zeit. Da ist noch gar kein Virenscanner drauf, ich weiß nicht, was er gerade macht. Datei ist ja auch nur 13 MB groß, da brauchen wir schon mal eine halbe Stunde. Jetzt geschafft und jetzt, jetzt geht's aufs Desktop und dann führt es aus. Also die Browserwahl ist scheinbar raus. Die hatten sie aber bei Windows 7, dass man sich erst mal den Browser raussuchen konnte. Die gibt's nicht mehr. Also ich schneide jetzt mal nichts, ich lasse es einfach mal so laufen. Au ja, die Benutzerkontenstörung ist wieder am Start. Ja, prima. Die wird dann im nächsten Video gleich deaktiviert. So, gut, das kennen wir ja. Ganz normale Installationsroutine von Firefox. Ja, die geht jo, auch nicht viel langsamer als jetzt ohne virtuelle Maschine. Dementsprechend gehe ich doch sehr stark davon aus, dass diese ganzen Hänger jetzt nichts mit der virtuellen Maschine zu tun haben. So, ist wunderbar. Gut, machen wir mal auf. Und den legen wir natürlich gleich als Standardbrowser fest. Wir importieren nichts. Und da geht Firefox auf. Na, das sieht doch gut aus. Und hier als Standardbrowser festlegen. So. Jetzt. Gott, oh Gott. Ja, und jetzt können wir halt auch einstellen, dass halt HTTP mit Firefox geöffnet wird. Jetzt hüpfen wir mal zurück auf dieses Metro-Design. Wir haben hier immer noch den hässlichen Internet Explorer. Ich mache mal einen Rechtsklick drauf. Ah, da wird er markiert. Interessant. Dann kann ich ihn hier lösen. Schön. Kann ich jetzt den da reinziehen? Das wär's doch. Jawohl. Also einfach hier den Firefox hin. Und ja, damit ist Internet Explorer hier auch Geschichte. Gut, im nächsten Video können wir dann mal schauen, wie wir die Benutzerkontensteuerung ausschalten. Ja, und dann machen wir so Schritt für Schritt weiter, um halt doch noch ein produktives System hinzubekommen.